Ja, meine Damen und Herren, phänomenal, wie interessiert Sie sind. Das ist eigentlich schon der Abend, das Ziel des Abends. Sie sind gekommen. Es steht alles hier. Ich bin der Dieter Breil. Ich bin der Chefarzt akut. Und ich denke, den einen oder den anderen habe ich schon gesehen. Ich freue mich heute, diese doch sehr schwierige Frage, älter werden, geht das von selbst, zu beantworten. Ich sage es Ihnen gleich, ja, es geht von selbst. Es geht von selbst. Bitte seien Sie nicht enttäuscht, dass ich diese Information vorwegnehme. Aber bis zum heutigen Tage ist älter werden absolut zwingend. Das ist einfach von selbst laufend. Ich möchte aber heute Abend dazu beitragen, dass es nicht zu schnell geht. Und älter werden ist das eine, erwachsen werden das andere. Ich glaube, da muss ich nichts dazu sagen. Jetzt muss ich schnell schauen, ob es geht. Ich muss es noch im anstellen. Schauen Sie, wir sind hier im Südsattel des Mount Everest. Und dieses Bild hat mich inspiriert, zu sagen, das ist der Altersgipfel. Weil, schauen Sie mal, Mann an Mann, Frau an Frau, bis auf den Gipfel. Es gibt Leute, denen geht hier der Sauerstoff aus. Das hoffe ich aber nicht, wenn ich das sinnbildlich für das Alter nehme. Diese 8848 Meter, das ist der höchste Gipfel. Und Sie, die hier heute Abend kommen, Sie ersteigen genau gleich immer höhere Altersgipfel. Und das ist vielleicht schnell in Zahlen ausgedrückt. Ich habe meinen Jahrgang genommen und das sind so schlappe 60 Jahre dazwischen. Als ich zur Welt kam, gab es in der Schweiz 5.255 Personen, Einwohner. Heute sind es knappe 3,4 Millionen mehr, nach 60 Jahren, nicht mal ganz. Und das ist, Entschuldigung, nicht, weil wir so gebärfreudige Frauen hätten unter uns, sondern das ist die immer höher werdende Lebenserwartung und das ist natürlich auch die Migration. Wir haben 2,2 Millionen Menschen aus anderen Staaten in dieser Zahl drin. Jetzt, wenn wir schauen, was ist mit dem Alter passiert, nochmal dran denken, nicht mal ganz 60 Jahre. Als ich zur Welt kam, gab es gerade 56 Hundertjährige oder Ältere in der Schweiz. Im 17 waren es 1546 und mittlerweile sind wir weit über 1600. Und noch etwas, das Alter ist weiblich. Liebe Männer, nach dem Vortrag kann ich es Ihnen erklären, wieso. Ich getraue mich hier drin, das nicht zu sagen. Aber schauen Sie, 80% der Frauen werden eben so alt. Und ich möchte zeigen, die ganze Welt wird älter, nicht nur die Schweiz. Und dazu nehmen wir den Altersmedian. Und der Altersmedian ist eine Kennzahl, die beschreibt die Alterung in einer Bevölkerungsgruppe. Und für die ganze Welt ist der Altersmedian 27. Und jetzt noch zum Verständnis. Der Median teilt die untersuchte Gruppe in zwei, nämlich in 50% Ältere und in 50% Jüngere. Und wenn wir jetzt schauen, in Europa ist der Altersmedian bei 38, in Afrika bei 19. Also Sie sehen ein bisschen, auch Afrika wird sich bis ins Jahre 2030 verbessern, Hygiene, Ernährung etc. Oder? Aber
unschlagbar Japan. Also die älteste Weltregion ist Japan und Europa. Und die jüngste Weltregion ist Afrika. Und die Schweiz, die schneidet natürlich auch phänomenal gut ab. Aber nochmal, die Geburtenrate geht zurück, die Lebenserwartung nimmt zu. Wir haben viel zu wenige Nachkommen, die unsere Altersvorsorge sichern. Und etwas, was ich auch noch sagen möchte, wenn ich jetzt ein Staatsmann wäre, dann braucht es kein Regierungsdekret wie in China, die Ein-Kind-Ehe. Wissen Sie, was es braucht, um die Geburtenrate kollabieren zu lassen? Das Fernsehen. Überall, wo der Fernseher angekommen ist, ist die Geburtenrate Jahre darauf zusammengebrochen. Also einfach das noch so schnell als Nebenerwähnung. Und ich möchte doch noch schnell sagen, es gibt natürlich eine Altersgruppierung nach WHO. Senior bin ich ab 60 bis 75, von 76 bis 90 gelte ich als betagt. Ab 90, 91 bis 100 bin ich hochbetagt und dann ab 100 sprechen wir von den Langläufern, von den Langlebigen, die es eben weiterschaffen. Jetzt die Frage ist ja, die entscheidende Frage ist, wollen wir einfach die Lebenserwartung steigern und damit eventuell die Phase von Krankheit und Pflegebedürftigkeit? Ich finde, das wäre nicht das Ziel. Oder wollen wir die sogenannte behinderungsfreie Lebenserwartung steigern? Das ist diese Zeit im Leben, in der ich funktionell im Alltag nicht behindert bin. Und jetzt schauen Sie mal mit 65 heute. Die Frauen haben mit 65, rot sind die Frauen, das sind die Männer, die haben eine Lebenserwartung von 22 Jahren, Tendenz steigend, und die Männer doch immerhin von 19 Jahren. Wir holen langsam auf, das heißt durchschnittlich 87 Jahre, 84 Jahre alt werden Mann und Frau. Und wenn wir jetzt schauen, das ist die Lebenserwartung und das ist die behinderungsfreie Lebenserwartung, also ohne funktionelle Einschränkung, dann können wir Folgendes sagen. Die steigt in den letzten 30 Jahren kontinuierlich an. Hier haben wir jetzt einen Gap von 20 Jahren. Da scheint es sich so ein bisschen einzupendeln, aber in der Langzeitanalyse ist es so, dass die behinderungsfreie Lebenserwartung weiter ansteigen wird. Aber das betrifft die Generation, die jetzt altert, an der wurde gemessen. Und dass die Phase der schweren Krankheit und der Pflegebedürftigkeit auf einen relativ kurzen Zeitraum am Ende des Lebens komprimiert wird. Das wäre eigentlich toll. Wissen Sie, die Frage ist nur, ob das wirklich so weitergeht. Das ist die Frage, weil wir haben heute in der Schweiz ganz klar, jedes vierte bis fünfte Kind ist übergewichtig. Die Schweizer Bevölkerung ist übergewichtig über 42%. Der sogenannte Altersdiabetes, der ergreift mehr und mehr junge Leute. Und ob wir diese Entwicklung wettmachen mit unserem medizinischen Fortschritt, das wage ich zumindest zu bezweifeln. Also da müsste noch ein bisschen was hier oben gehen und deshalb treffen wir uns heute Abend. Aber ich habe so das Gefühl, diejenigen, die es angeht, die sind wieder nicht da. Jetzt, ja, Sie sind eben eine Generation, das muss ich schon sagen, ich sage das immer gerne, Sie sind eine Generation, die hat in jungen Jahren noch erlebt, was Verzicht heißt. Wir können das nicht, also ich schon auch noch, bin nicht mehr so jung, aber sonst wird das heute ist nicht mehr buchstabierbar.
Man braucht von zu Hause bis an die Tramhaltestelle ein Getränk, sonst schafft man es nicht auf den Sechser. Und das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Irgendwie das Feeling für Leben auch ohne Nabelschnur, das muss irgendwann mal kommen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch typische Lebensendverläufe zeigen. Die Kenntnis von Lebensendverläufen ist wichtig, weil man dann den Patienten und seine Entwicklung besser vorausschauen kann und auch besser die Krankheit, das Management der Erkrankung planen kann. Und schauen Sie, das ist ein ca. 4000 Jahre alter Olivenbaum. Also dahin schaffen wir es vorerst noch nicht. Ich beginne mit dem sogenannten plötzlichen Tod. Das sind stabil über die letzten Jahre 5% der Bevölkerung. Bei der Umfrage, der Hauptarzt will in diese Gruppe gehören. Der Hauptarzt, für mich ist das gut. Ich stehe am Morgen auf und bin am Abend einfach nicht mehr dabei. Für die Umgebung kann das katastrophal sein. Aber das sind 5%. Jetzt die Krebserkrankung ist in der heutigen Zeit über lange, lange Phasen gut stabilisierbar und nimmt dann relativ rasch und stetig kommt zur Verschlechterung. Und die Phase der schweren Abhängigkeit ist eigentlich heute über alles gesehen bei der Krebserkrankung gar nicht mehr so lang, wie man das annehmen würde. Aber beim Krebs spricht man schnell von Palliativ. Hingegen bei dieser Geschichte, die sogenannte langsam zunehmende Organschwäche, da spricht nie jemand von Palliativ. Da spricht man immer von, man muss wieder heilen. Und diese Leute hier, das sind die zum Beispiel die chronisch obstruktiven Lungenerkrankten, die schweren Nieren- oder Lebererkrankten, also langjährige Zuckererkrankungen, die schlecht in den Griff zu kriegen sind, oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das Problem hier ist, dass die Leute sich immer verschlechtern, schubweise, und sich dann auf tieferes Niveau erholen. Und die hospitalisationsfreien Zeiten werden immer kürzer. Sie sind immer mehr im Spital und jedes Mal wieder aufs Ganze therapiert. Da ist die Behinderung und die Abhängigkeit ist auf eine viel, viel längere Phase erstreckt sich die. Und natürlich die Demenzerkrankung, die dann leider auf tiefem Niveau sich über unterschiedlich lange Phasen stabilisieren kann, bei den multimorbiden Hochbetagten, die dann immer wieder eine Standortbestimmung brauchen. Also das 25%, etwa 25-30% und hier in etwa ähnlich. Das sind so Lebensendverläufe. Ja, und jetzt möchte ich Ihnen sagen, wie gesagt, Sie sind der Beweis, das Gesicht des Alters hat sich verändert. Das ist die Mutter von Albrecht Dürer mit 63 Jahren. Und die Mutter von Albrecht Dürer, der Dürer, den kennen Sie, das sind die betenden Hände, ein phänomenaler Maler aus Nürnberg, Renaissancezeit, hat auch den Feldhasen oder irgend solche Bilder gemacht. Und hier sagen wir, er hat die Mutter gezeichnet, aber sie ist auch gezeichnet vom Leben. Sie ist ausgemergelt. Und 500 Jahre später, rein zufällig am Morgen im Bett fotografiert beim Aufstehen, Sophia Loren. Ist doch der beste Beweis, dass es uns heute besser geht, oder? Also Sophia Loren, die Nacht knapp überstanden, aber es geht ihr gut.
Und was ich sagen will, zum Beispiel auch Julia Roberts, Sie müssen mich entschuldigen, aber ich bin ein Mann und ich habe jetzt einfach nur Frauen gewählt. Die Julia Roberts, weit über 50, es geht gar nicht nur darum, jung zu bleiben, das ist ein Blödsinn. Also der krampfhafte Versuch, jung zu bleiben, der macht sowas von alt, oder? Also mit anderen Worten, das sind einfach alterslose Menschen, die sind aber interessiert, aktiv und neugierig. Das zeichnet diese Generation aus. Und natürlich ist der medizinische Fortschritt entscheidend und die Hygiene. Wir haben in Basel im Moment keine Pest, Typhus oder Cholera-Epidemie mehr. Wir haben gutes Wasser. Man kann darüber diskutieren, was da sonst alles drin ist. Auf jeden Fall, es riecht nicht, wenn man den Hahn anstellt. Und es geht uns schlaraffös gut, auch wenn wir es nicht checken. Der Lebensstil ist entscheidend. Wir haben eine phänomenale Ernährung. Wir haben bis jetzt keine Hungersnöte oder Missernten zu ertragen. Es geht uns gut. Und auch wenn die Leute das nicht begreifen, die Arbeitsbedingungen sind gewaltig viel besser geworden. Noch vor etwa 100 Jahren gab es keine Wochenenden beim Arbeiten. Da hat man einfach gearbeitet, oder? Und heute beginnt ja das Wochenende ab Freitagmittag auf der Straße, sieht man es dem Verkehr an. Sozialversicherungen, phänomenal, oder? Dass es das gibt. Schulen, Bildungsniveau, großartig. Jetzt Frage, jetzt soll er mal endlich auf den Punkt kommen, was können wir machen, können wir unser Leben unendlich verlängern? Also der Wunsch nach ewiger Jugend, oder? Und da muss ich einfach sagen, es gibt ein natürliches Gesetz bis zum heutigen Tag. Wir haben hier eine Zelle mit dem Zellkern und im Zellkern sitzt die Erbsubstanz, die Chromosomen. Und die Zelle teilt sich und teilt sich und teilt sich, aber diese Chromosomen, wo unsere Erbsubstanz darauf sitzt, die hat Schutzkappen an den Enden. Das sind die Telomere. Und mit jeder Zellteilung wird diese Schutzkappe kleiner. Und jetzt gibt es noch ein Enzym. Ich will Ihnen nur zeigen, wo geforscht wird. Jetzt gibt es noch ein Wässerchen, das schützt diese Verkürzung. Je mehr ich davon habe, desto weniger verkürzen sich diese Schutzkappen. Und da hat man jetzt zum Beispiel gesehen, dass Leute, die sehr alt werden, die haben beispielsweise eine ausgezeichnet, dieses Wässerchen im Übermaß. Das hat also bei der Zellteilung geholfen, dass die Zelle sich länger teilen kann. Zu Deutsch, wir sind nach Ermessen, natürlichem Ermessen, aufgrund dieser Limite, limitiert die Anzahl Zellteilungen, haben wir ein Verfallsdatum von ungefähr 120 Jahren. Also auch wenn der Kreis rund ist, begrenzt ist er trotzdem. Das muss ich einfach sagen. Und jetzt noch zwei wichtige Themen, wo heute geforscht wird, nebst dieser Telomerase-Geschichte, auf der Suche nach dem Ende des Alterns. Eigentlich ein cleverer Gedanke. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, den David Sinclair, ein australischer Genetiker und Biologe, der sagt, wir dürfen einfach nicht mehr alt werden, weil die Krankheiten kommen im Alter. Und wenn wir nicht alt werden, dann haben wir keine Krankheiten. Sag schlau, muss man mal formulieren. Und dann muss man es noch machen. Das andere, dieser Spruch, «A apple a day keeps the doctor away», der stimmt. Der stimmt. Ich nehme jetzt einen Granatapfel. Und der Granatapfel, wenn ich den esse, dann bildet meine Bakterienflora, eigentlich Fauna, bildet dann Urolithin A. Da wird jetzt gerade wieder darauf geforscht. Und dieses Urolithin A,
Das macht, dass in der Zelle, hier wieder der Zellkern, meine Energiewerke, die Mitochondrien, die sehen so aus in der Elektronenmikroskopie, dass die schneller ersetzt werden und besser arbeiten. Also ich habe mehr Energie und das wiederum führt tatsächlich zu höherem Alter. Und da hat man Studien mit Fadenwürmern gemacht. Und Fadenwürmer, die dieses Urolithin in der Nährlösung hatten, die haben ihre Testkollegen um über 50% überlebt in der Zeit. Jetzt ist natürlich ein Hype auf die Granatäpfel gegangen, oder? Überall geraubt. Ist immer schön, das geht nie lange und dann ist wieder alles normal. Aber jetzt muss man wissen, diese Bakterienflora im Bauch, die dieses Urolithin bildet, die hat vielleicht jeder Dritte. Aber das führt mich zum dritten ganz großen Forschungsthema und das ist das sogenannte Mikrobiom. Und da muss ich zugeben, das hat schon was, da ist wahrscheinlich schon noch ein riesiges Potenzial drin. Das sagt nämlich, wir forschen über den Darm. Das Mikrobiom ist die Summe aller in und auf einem Organismus lebenden Bakterien. Und wir haben, wenn wir denken, wir haben einen 5 bis 7 Meter langen Darm. Die Oberfläche des Darms ist massiv über Zotten vergrößert, bis zu 200 Quadratmeter Oberfläche. Das ist natürlich eine Eintrittspforte par excellence, oder? Und dass man hier sagt, wir überlegen uns, was kommt da rein, was bewirkt das? Es gibt ganz interessante Studien, nur eine erwähne ich, dann mache ich weiter. Man hat sogenannte keimfreie Mäuse, die keinen Alzheimer hatten, mit Bakterienflora von Alzheimer-Mäusen besiedelt über den Darm. Und diese Mäuse haben Alzheimer entwickelt. Einfach, aber das muss jetzt nicht heißen, ich muss nur recht essen, dann habe ich keinen Alzheimer. Aber einfach interesting ist es. Eine riesen Eintrittspforte von hier bis ganz hier unten. Und ich glaube, da ist schon noch ein Potenzial drin. Jetzt, Alter, was ist das? Was ist schon Alter? Alter ist individuell. Ich bin doch so alt, wie ich mich fühle. Ich möchte nie auf mein kalendarisches, sprich du bist jetzt 60, begrenzt werden, sondern ich möchte auf mein biologisches, funktionelles Alter angesprochen werden. Und da gibt es eine Top-Studie, also die Berliner Altersstudie, da hat man mehrere hundert Personen über 70 während 6 Jahren beobachtet, begleitet und befragt. Und eigentlich, ich zeige nur ein, zwei Fragen. Wie fühlen Sie sich im Vergleich zu anderen Menschen insgesamt? Jetzt, wenn Sie links und rechts schauen, dann haben Sie eine Meinung, wo Sie stehen. Das ist immer interessant. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie die Treppe hochsteigen? Nicht aber offen. Und was haben Sie für ein Gefühl, wenn Sie in den Spiegel schauen? Oder? Also Spiegel, das ist immer so eine Sache, besonders am Morgen. Spiegel sind rücksichtslos ehrlich, haben Sie das mal gemerkt? Rücksichtslos. Sind aber sehr anständige Beichtväter, weil unser Badzimmerspiegel hat noch nie etwas ausgeplaudert über mich. Also. Aber solche Fragen und das Interessante war, 3/4, also es geht um die Alterszufriedenheit, das ist abhängig von der Gesundheit, von meiner geistigen Aktivität, von meinem sozialen Setting und es geht um das gefühlte Alter. Und 3/4 der Befragten, schaut das an, sagen, ich fühle mich durchschnittlich 13 Jahre jünger als gleichaltrige Kollegen. Das lässt doch hoffen. Und das ist eine seriöse Studie gewesen. Und jetzt aber dieses Bild.
Das Problem ist, der Mensch ist ein Jäger und Sammler. Und er sammelt vor allem Krankheiten im Alter. Und diese Hydra, dieses Schlangenkopf-Ungeheuer, das nur von Herkules besiegt werden konnte, das war schon lange her, den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Diese Hydra, das ist unser Problem. Ein Drittel der Schweizer ist nach der Definition von Multimorbidität, sprich mindestens zwei chronische Erkrankungen, Diabetes, Rheuma, Krebs, COPD und so weiter, ist ein Multimorbide. Das sind 2,8 Millionen Schweizer, Tendenz steigend. Das ist ein Problem. Und jetzt muss man sagen, ja hallo, was können wir dagegen unternehmen? Und ich sage, erfolgreiches Altern, das heißt eben möglichst nicht multimorbide zu werden, das hat einen Grundsatz. Und der heißt, fang nie an aufzuhören. Oder umgekehrt, hör nie auf anzufangen. Es ist nie zu spät. Aber dieser Grundsatz gilt natürlich nicht fürs Rauchen. Ist klar, oder? Das hat Cicero, ein römischer Konsul, cleverer Politiker, gesagt. Und wenn ich das meine, dann spreche ich von zwei Themen. Es sind zwei Dinge im Alter, die man beachten muss. Die geistige Agilität und die körperliche Agilität. Das Leben ist ein einziges Trainingslager. Und zwar vom Anfang bis am Schluss. Nicht bis 65, bis am Schluss. Alle Funktionen, die ich behalten möchte, muss ich trainieren, sonst verliere ich sie. Das checken viele Leute nicht, auch wenn sie etwas mal ganz gut gekonnt haben. Ich muss es weiter trainieren. Und damit mir das gelingt, kommt natürlich automatisch die Ernährung ins Spiel. Das ist logisch. Das ist klar. Schaffe ich es nicht, dann warten solche Erkrankungen auf mich oder eben die Volkskrankheit Adipositas mit Zucker, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankung und katastrophal im Alter, Sturz, Katastrophe. Das ist nicht wie bei einem Fußballer. Das ist wirklich eine Katastrophe. Deshalb, also Thema, im Fluss bleiben. Das ist mühsam, gebe ich zu. Im Fluss bleiben, das müssen nicht mehr die Niagara-Fälle sein wie früher. Da reicht ein munteres Wiesen oder Bergbächlein. Aber die Chinesen sagen, fließendes Wasser fault nicht. Das hat was, das hat was. Weil Fluss im Fluss bleiben ist in zweifacher Hinsicht ganz entscheidend. Einerseits geistig und körperlich agil. Und jetzt komme ich eben zu den Treibern dieser Multimorbidität. Das ist die Arteriosklerose. Das ist ein Rohrquerschnitt sanitär. Und ich sage Ihnen, genau so sieht es in unseren Gefäßen aus. Genauso, wenn wir nichts machen. Und die ganze Geschichte geht los ab dem 25. bis 30. Lebensjahr. Das heißt, die Arteriosklerose hat eigentlich auswirkungsmäßig eine dermaßen zerstörerische Wirkung auf die Gefäße im Kopf, in der Niere, im Herz, in den Beinen, dass man eigentlich sagen kann, es ist der Krebs der Gefäße. Das ist ein Rohr, das vollkommen verschlossen ist. Und genau so, nochmal, sieht es in unseren Gefäßen aus, wenn es zu spät ist. Und ich meine, die Risikofaktoren, die kennen wir alle, die singen wir im Schlaf, oder? Das ist klar. Bluthochdruck, Zuckerkrank, Übergewicht, Fette, Nikotin, Alkohol und der häufige, heutige, immer erwähnte Dauerstress. Zu erwähnen einfach nochmal, ganz entscheidende Hirn, Herz, Niere, Beine, Auge und natürlich Ohr. Ich kann heute nicht auf alles eingehen, aber die Sinnesorgane, zu denen, die müssen wir versuchen, möglichst zu verbessern, weil sie bringen die Information ins Hirn, sie bringen das Leben in den Kopf. Oder? Und einfach, das ist eine Theorie,
ist ein bisschen viel Theorie, aber ganz kurz muss ich Ihnen zeigen, am Beispiel Gehirn, wie perfid die Arteriosklerose auf zweifache Art wirken kann. Das ist ein Befund, Normalbefund, da vorne ist die Stirn, da ist der Hinterkopf. Wir schauen so auf das Hirn und dann hat es außen immer die Hirnrinde auf den Windungen und drunter ist das Hirnmark. Und wenn jetzt die großen zuführenden Gefäße verkalken, dann habe ich das Problem, dass ich einen Hirnschlag kriege. Das heißt, schwerste Defekte an verschiedensten Orten, dieses Schwarze, ist abgestorbenes Nervengewebe. Katastrophe. Das gibt natürlich Lähmungen, Sprachstörungen, Sehprobleme. Das ist der Schlaganfall in Reinkultur. Das sind die großen Gefäße. Das merkt man ratsch-platsch aus heiterem Himmel. Ich zeige es nachher schnell, weil ich will, dass Sie die Vorboten kennen. Das Zweite, viel weniger aggressiv, aber schleichend, ist die sogenannte Subkortikale, also unter der Rinde, im Mark befindliche Geschichte, hier, dieses Weiß im Bild, das gehört da nicht hin. Da verkalken die kleinen Gefäße des Gehirns, die Haargefäße, also ich kann es bei mir nicht zeigen, also Gefäße so dick wie ein gutes Frauenhaar, die verkalken. Und was passiert? Der Patient, der hat keinen Schlaganfall oder eine Sprachstörung, vielleicht mit der Zeit. Bei ihm verändert sich mit der Zeit das Gangbild. Er läuft so ein bisschen kleinschrittig, dafür eher breitbeinig. Er bekommt vielleicht neu eine Harninkontinenz. Und was viel entscheidender ist, sein Wesen verändert sich. Er wird verlangsamt, apathisch, antriebslos und sehr oft liegen Lachen und Weinen ganz nahe beieinander. Wir verstehen das manchmal gar nicht im Gespräch, diese Affektinkontinenz. Und das ist die Arteriosklerose der kleinen Gefäße. Dummerweise kann man beides haben. Und ich finde es immer sehr schade, wenn da über die Jahre zugeschaut wird und niemand reagiert, weil eventuell mit einer guten Blutverdünnung die ganze Geschichte massiv gebremst werden könnte. Und deshalb bitte achtsam sein. Durchblutungsstörung des Gehirns, Blitzschlag aus dem Himmel, Hirnschlag, Apoplex, Stroke, Insult, alles bedeutet das Gleiche. Und 16.000 Menschen pro Jahr sind betroffen. 16.000. 40% erholen sich vollständig. 35% bleiben behindert, oft schwer. Und ein Viertel stirbt. Und sehr oft ist es nicht eine Blutung, das ist es relativ selten, sondern es sind langsam zunehmend verstopfte Gefäße. Da müssen wir etwas dagegen tun. Und die Amerikaner, die bringen ja immer alles tschack, platsch auf ein Wort. Und die sagen, das ist das Wort fast, schnell. Die sagen, wir müssen ganz schnell reagieren, wenn wir das Gefühl haben, jemand macht einen Hirnschlag, weil wir heute in den Spitälern ganz viel retten können, wenn die Leute zur Zeit kommen. Und FAST steht für Face, kann er lachen oder hängt ein Mundwinkel? Kann er die Arme heben oder geht das irgendwo nicht recht? Also wenn er es vorher nicht konnte, dann ist das natürlich nicht der Schlag, das muss man wissen. Kann er noch sprechen oder ist die Sprache ein bisschen verwaschen? Wie wenn er kurzfristig einen Kartoffel im Mund hätte. Solche Dinge, die können Sekunden bis Minuten dauern. Aber da war die Durchblutung schlecht, oder? Und dann 144 anrufen und sagen, wir waren ins Spital und zwar haben wir das Gefühl, Durchblutung im Hirn ist nicht gut und dann geht es in ein Stroke Center.
Seid ihr überhaupt noch da? Ja, super. Also. Und jetzt die zweite, also eigentlich die größte Katastrophe, der Herzinfarkt. Und da machen wir jetzt kurz ein Quiz. Was stimmt, was hier kommt? Ich schreibe nicht immer das Richtige, ich habe das sicher schon gemerkt. Notfall, Herzinfarkt, was ist richtig? In der Schweiz erleiden jährlich rund 30.000 Menschen jährlich einen Herzinfarkt. 10.000 machen einen Herz-Kreislauf-Stillstand, müssen reanimiert werden. Könnte das richtig sein? Ich würde mal sagen, jawohl, das ist richtig. Das ist verrückt. 10.000 machen einen Herz-Kreislauf-Stillstand. 2/3 dieser Herz-Kreislauf-Stillstände ereignen sich im öffentlichen Raum. Das ist das Problem. Nein, sie ereignen sich im häuslichen Umfeld. Und zwar in den frühen Morgenstunden. Wenn der Organismus im Schlaf umstellt von Trophotroph, ich habe geschlafen, alles gut, keine Anforderungen werden gestellt an mich in der Nacht und oh, jetzt kommt der Tag, jetzt was muss ich wieder machen, oder? In dieser Zeit kommen die Infarkte. Das ist ja genau das Problem bei der Reanimation. Wir haben Defibrillatoren im Bundeshaus, überall, aber zu Hause haben wir ihn nicht. Da haben wir den Backofen, aber der hilft nicht weiter. Jetzt, 4-6% der betroffenen Schweizer überleben einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Also wir sprechen jetzt nicht vom Infarkt, sondern von diesen Stillständen, weil es sind 10.000. 4-6% überleben den in der Schweiz, aber bin ich in Airolo, also nicht in Göschene, dann habe ich eine Wahrscheinlichkeit, den Herz-Kreislauf-Stillstand in 43% zu überleben. Wir machen das Tessiner. Ich meine, dort hat es ja noch nicht so viel Oliven. Stimmt. Stimmt. Ich sage so, in Seattle, Washington, das ist Amerika, West Coast, da überleben 60% einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Warum? Das Tessin mit seinen Tälern, Maggia, Cento, Valli, Verzasca, das ist so eine nicht zerrüttet, aber so eine regional schwierig zugängliche Kanton. Die haben es sich auf die Brust geschrieben, alle Schüler, alle Lehrer, alle Taxifahrer, Polizei, Feuerwehr, ÖV, Buschauffeure, alle können reanimieren, Laien defibrillieren und massieren. Alle. Ein First-Responder-Konzept. Ich kann nur sagen, wir sind jetzt in Basel auch daran, aber wir sind natürlich hinten drein, oder? Aber das Phänomenale ist, was braucht es beim Herzinfarkt, beim Herz-Kreislauf-Stillstand in den ersten paar Minuten? Das ist Strom. Strom. Und die Tessiner haben eben die Defibrillatoren nicht auf dem Bahnhof, dort hat es auch auf dem Bahnhof, aber die haben die Defibrillatoren in die Dörfer gebracht. Und mit jedem Defi, den sie aufgestellt haben, haben sie gleich noch 5-10 Leute aus dem Dorf geschult. Und jedes Jahr gibt es Ritter der Straße und so. Also phänomenal, die leben das. Also, ich muss weitermachen, aber einfach zum Zeigen, wir können, wenn wir auf den Trams, auf den Bus Defis hätten, würden viel weniger Leute sterben. Und jetzt noch, der Herzinfarkt ist Todesursache Nummer 1 in der Schweiz und weltweit. Und das stimmt, mit Abstand. Zweithäufig Krebs, dritthäufig Stroke, Hirnschlag. Typisch, das ist mir jetzt auch noch wichtig, typisch für den Herzinfarkt ist ein stechender Schmerz im Brustkorb, der mit einem Finger exakt lokalisiert werden kann. Nein, nein, nein. Der Herzinfarkt kann nie mit einem Finger exakt lokalisiert werden. Das sind andere Schmerzen, sogenannte Infarktmimikris.
Der Herzinfarkt ist auch nicht unbedingt bewegungsabhängig, der Schmerz, sondern die Leute haben einfach einen Druck, ein Ziehen, ein Klemmen mit Ausstrahlung, aber sie können nur so machen. Und das ist typisch. Und jetzt kommt's. Das war im März in der BAZ. Man kann natürlich da unterschiedlicher Meinung sein, was da geschrieben wird, aber der Artikel war gut. Der kommt aus dem Nature. Wenn ich einen Herzinfarkt habe, dann macht es Sinn, wenn ich da nicht zu Hause bin, weil die Familie, die spendet mir zwar Trost, aber die unterschätzt die Dringlichkeit der Situation und denkt, ja, der kommt schon nochmal durch. Da ist immer ein bisschen ein warm Duschen gesehen, der Papi, oder? Aber ich kann nur hoffen, dass Sie heute mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Arbeitskollegen oder unter Fremden sind. Da geht es nämlich zügig ins Spital. Und noch etwas. Diese Nummer ist in der Schweiz die wichtigste. 144. Man kann immer und überall darüber alles abwickeln. Das andere, was auch ausgezeichnet ist, aber immer noch über die Polizei geht, in der Schweiz, dafür Frankreich, Deutschland, Italien, 112. Und ihr wisst, dass ihr am Handy, auch wenn ihr nicht reinkommt, immer telefonieren könnt, solche Nummern, immer. Polizei und Feuerwehr, das, ja, Rega 1414, ja. Also diese Nummer muss man kennen, auch wenn man gestresst ist. Jetzt können wir überspringen. Mögt ihr noch überhaupt? Ja. Also super. Also jetzt mal schnell. Im Auto eine gute Figur machen, das ist das eine. Aussteigen ist das andere. Dieser Mann, der braucht eine Aussteighilfe. Warum braucht er sie? Ich habe extra für Sie heute Morgen im Badezimmer noch schnell meine Beine fotografiert. Warum lachen Sie? Das sind meine Beine. Habe ich fotografiert, weil ich Ihnen den wichtigsten Muskel zeigen will, der entscheidet, wie lange Sie zu Hause bleiben, ja oder nein. Der Quadrizeps, vierköpfiger Unterschenkelstrecker, oder? Der entscheidet, wann es ins Heim geht und wann nicht. Trainieren kann man den auf ganz viele Arten. Man braucht keine Physiotherapie dazu. Man muss nicht auf den Therapeuten warten, man kann ihn selber trainieren. Sei es so, kann Topfit oder einfach Treppe laufen, sich am Geländer halten oder Ausfallschritt mit oder ohne Gewicht oder noch einfacher. Einfach von einem Stuhl aufstehen und absitzen ohne Hilfe der Arme. Wenn das aber nicht geht ohne die Arme, dann darf man selbstverständlich auch einen Stuhl mit Lehne nehmen und das zu Hause jeden Tag einfach mal trainieren. Weil dieser Muskel, wenn ich nicht mehr hochkomme aus der Horizontalen, dann bin ich auch auf dem WC verloren. Und dann bin ich auch in meinem Schlafzimmer nachts verloren. Es geht nicht. Ich brauche diesen Muskel. Also trainiert ihn. Und jetzt kommen wir noch so ein bisschen zu Dingen, die jeder zu Hause machen kann und die entscheidend sind für die Verbesserung. Und schon nach wenigen Wochen werden sie zu wirklich tollen Maschinen. Das eine, dass sie, man will ja immer etwas machen, damit man auch eine Ahnung hat, wo man steht. Es gibt auch so Grenzwerte. Das ist der Five-Chair-Rise-Test. Das heißt einfach, fünfmal aus einem Stuhl aufstehen. Offiziell wäre da die Limite ohne Hilfe der Arme, damit wirklich dieser Muskel arbeitet. Und eigentlich müsste man das in 13 bis 15 Sekunden schaffen. Das geht. Man kann das noch viel schneller machen. Aber nicht einfach immer sorgfältig Muskel aufbauen, nicht übertreiben. Das andere, was ganz wichtig ist, ist die Handkraft. Und das Interessante ist, wenn ich jemanden begrüße, die Handkraft sagt ganz viel auch aus über den Beinmuskel. Wenn ich nicht eine Systemerkrankung habe, Parkinson, MS oder Status nach Schlaganfall, dann kann ich mit der Handkraft abschätzen, wie viel Kraft ein Mensch in den Beinen hat. Und da sollten wir, wenn wir zwei Hebel zusammendrücken, einen Tennisball
Frauen oder Männer, die stricken, einen Wollknäuel immer wieder zusammendrücken. Da sollte ich als Frau noch 20 Kilo hinkriegen und als Mann etwa 30 Kilo. Im Vergleich ein ca. 30-jähriger normaler Bürger, männlich, der kriegt so 45 bis 50 Kilo hin. Das andere, was für uns enorm viel Auskunft gibt, wie gut koordinativ, kraftmäßig eine Person unterwegs ist, das ist der Tug-Test. Time, also wie lange habe ich aufstehen vom Stuhl, da darf ich die Arme, ich darf auch Stock oder so benutzen. Dann laufe ich um diese Marke 3 Meter rum und kehre zurück. Das Ganze wird zeitlich gemessen. Und da sollte ich so 20, maximal 30 Sekunden dazu brauchen. Dann bin ich nicht übermäßig sturzgefährdet. Habe ich länger, dann ist meine Sturzgefahr massiv erhöht. Also das ist ein gutes Mittel. Und das finde ich ganz wichtig, dass man das zu Hause übt, zum Beispiel in der Nähe von einem Möbel. Das ist mal den hüftbreiten Gang. Das ist, wenn die Beine ganz normal auseinander sind, dann fühle ich mich meistens wohl. Dann gehe ich in den geschlossenen Gang, also in den geschlossenen Stand. Das ist schon etwas schwieriger. Dann kann ich den Semitandemstand machen, also die Füße gegeneinander versetzen, und dann gehe ich in den totalen Tandemstand hintereinander. Aber das sollte ich nicht mitten im Wohnzimmer machen, weil wenn ich das Gleichgewicht verliere, das kann man in der Nähe eines Möbels machen und dann kann man auch loslassen und schauen, wie es geht. Das ist ausgezeichnete Übung für Gleichgewicht und Koordination. Und dann könnt ihr noch den Einbeinstand machen. Ist kein Problem. Einfach immer 10 Sekunden. Ja. Solche Leute machen einem fertig, das gebe ich zu. Und jetzt, die Bewegung hilft eben nicht nur gegen den Sturz, sondern die Bewegung, das wissen Sie, ich sage Ihnen Dinge, die Sie wissen, die stärkt zum Beispiel mein Immunsystem in der Grippezeit, aber nicht gerade im ÖV, oder? Dort werde ich nicht gestärkt. Alles, was ich anfasse und dann wieder ins Gesicht, merci für Obst, ich fahre Velo. Auf jeden Fall, es ist auch gut gegen Alzheimer-Erkrankung, es ist gut gegen Parkinson-Erkrankung, also gegen neurogene Systemerkrankungen. Es ist ausgezeichnet, um eben die Muskeln gestärkt zu behalten und weniger Osteoporose zu kriegen. Frauen, jede dritte Frau erleidet in ihrem Leben eine wahrgenommene oder nicht wahrgenommene Wirbelfraktur. Unglaublich, unglaublich, oder? Und es ist ausgezeichnet eben gegen die Stürze. Und was braucht es für die Bewegung? Ist das teuer? Müssen wir da viel Equipment haben? Nein, es ist rezeptfrei und gratis. Aber es gibt es immer noch nicht als Medikament, tut mir leid. Ich kann es euch nicht verkaufen, ich würde es gerne. Hier ein bisschen euphorisch, keine Nebenwirkungen steht auf dieser Fantasiepackung. Das stimmt natürlich nicht. Alle, die Sport machen, wissen, Muskelkater, Sehnenscheidenentzündung, Prellige und also sind wir ehrlich, ganz ohne Nebenwirkungen ist nicht. Und noch etwas: Sportler haben dann nicht weniger Arthrose im Alter. Das sind wir auch ganz ehrlich. Aber lieber ein bisschen Arthrose, dafür herz-kreislauf-mäßig noch fit. Und jetzt, wie viel muss ich mich denn bewegen? Und wir sprechen hier von sogenannten Minimaldosen. Es sind zum Beispiel 5x30 Minuten einfache Intensität, also das heißt mit dem Hund spazieren, mit dem Rollator raus, Kinder im Kindergarten holen oder denken, ein bisschen Velo fahren, gemütlich noch rumschauen. Was heißt mittlere Intensität? Ich habe es extra ausgedeutscht. Das heißt, während dieser Anstrengung kann ich noch sprechen.
Und zwar nicht nur «Ja, ja, nein!», weil das ist dann diese Intensität, da ist nur noch Fragmentsprache möglich. Also 3x 25 bis 30 Minuten die Woche intensiv, so, dass ich nicht mehr viel schwatzen kann, das ist absolut gut, wenn man das regelmäßig macht und nicht nur 4 Wochen lang. Das hat der Körper nicht gern. Einmal macht er es, einmal nicht. Der will wissen, woran er ist. Und die Faustregel ist, 20 Minuten gemütliches sich bewegen entspricht 10 Minuten höherer Intensität. Also das ist doch eine Ansage, raus aus der Komfortzone. Und jetzt kann ich natürlich auch so sagen, ich habe heute Sport gemacht, ich habe eine Tafel Ritter Sport gegessen. Wenn das schwarze Schokolade ist, dann war das gar nicht dumm. Weil schwarze Schokolade stärkt auch das Immunsystem, nicht nur gegen Schokolade, sondern es stellt die Herzkranzgefäße weit, so mehr als 70% Kakao drin ist. Und es enthält sehr viel Serotonin, also meine geistige Verfassung wird besser. Aber was ich zeigen will, wir brauchen nicht mehr Extremsport. Wir brauchen Sport, den wir möglichst immer und überall machen können. Das, was ich vorher zeigte, das kann man überall machen. Aber was man auch machen kann, es wird übrigens in den Quartiervereinen in Basel mit großem Erfolg angeboten, ist entweder die Schaktalkross-Rhythmik, Musik und Bewegung. Das braucht Kopf und Körper, weil das ist Piano-Improvisation und da werden manchmal nur die oberen Extremitäten, manchmal nur die unteren bewegt, ausgezeichnet. Oder runde, fließende Bewegungen aus dem chinesischen Schattenboxen. Das ist Koordination, Gleichgewicht, Kraft und Konzentration. Wenn Sie das regelmäßig machen, dann muss ich Ihnen wirklich sagen, schauen Sie, das sind seriöse Studien, dann haben wir bereits nach 6 Wochen regelmäßig das machen, eine Sturzreduktion um die Hälfte. Und wenn ich sage Sturzreduktion, dann ist das absolut entscheidend, weil ein Sturz kann reichen, dass es mit mir neverending bergab geht. Neverending. Und was ich noch zeigen will, dieser wirklich hochbetagte Top-Typ war Zahnarzt, der hat jetzt vor allem mit Gewichten gearbeitet. Das ist schön für das Ego, ich habe vielleicht eine größere Muskelmasse, aber die Muskelmassensteigerung verhindert den Sturz nicht. Das ist wichtig. Das ist das Tragische gewesen an einer Studie, wo man die Muskelmasse gesteigert hat und die Sturzinzidenz war genau gleich groß. Es braucht Koordination und Gleichgewicht mit kleinen Gewichten, wenn überhaupt, trainieren. Und die Leute, die sagen immer, die häufigste Sturzursache ist der Stolpersturz, stimmt hinten und vorne nicht. Der häufigste Grund zu stürzen ist die Muskelschwäche. Und das ist unser ganz großes Problem im Alter. Und schauen Sie, die Gehhilfen, das sind sehr oft Sturzhilfen, wenn sie nicht instruiert werden. Oder? Dann ist noch der Stock schnell am Nachttischli und die Nacht hüstert man raus und schon liegt man. Also Sehstörungen, oder? Man muss versuchen, diese Defizite zu kompensieren. Ich möchte noch einmal sagen, der Sturz ist die häufigste Unfall-Todesursache im Alter. Die häufigste. Und Sturzprophylaxe, das ist ein Frakturspalt im Schenkel-Halsbereich. Sturzprophylaxe heißt Frakturprävention. Und wir müssen das machen, weil nur 1/3 der Gestürzten im Alter erholt sich nach einer Schenkel-Halsfraktur ohne Restschaden. Nur 1/3. Das geht nicht. Wir müssen den Orthopäden etwas Arbeit abnehmen, indem wir trainieren.
Und da zeige ich nochmal, diese Fraktur ist die Katastrophe. Es ist aber nicht die häufigste. Das ist die hüftnahe Fraktur. Ich will da nur schnell zeigen. Die häufigste Fraktur, das ist die Wirbelfrakturen. Das sind die Unterarmfrakturen, wenn man es so kennt, dann bricht es hier. Und das sind die Schenkelhalsfrakturen, jeweils Frauen und Männer. Und schauen Sie das an. Die häufigste Fraktur bleibt die Wirbelkörperfraktur bei den Frauen. Unheimliche Zahl ab 75. Die zweithäufigste ist die Schenkelhalsfraktur, auch wieder bei den Frauen. Und die dritthäufigste ist die Radiusfraktur. So, und jetzt kommen wir langsam in Richtung Schluss, weil ich habe gesagt, Körper und Geist, und wir müssen unseren Geist genauso trainieren. Und alle, die jetzt meinen, use it or lose it, sagt der Professor Monsch immer, gebrauche es oder verliere es, das stimmt. Man kann es trainieren wie einen Muskel, aber Sie sollten keinen Schließmuskel daraus machen aus dem Hirn. Das nicht. Jetzt denken alle, wenn ich Kreuzworträtsel mache und Sudoku, ich bin der Hirsch. Ich bin die Intelligenzbestie. Ich sage, wenn ich Radio höre, nicht Fernsehen schaue, Radio höre, dann muss mein Hirn zu jeder Stimme das Bild liefern. Die ganze Zeit werden Bilder geliefert. Man merkt es gar nicht. Oder ich lese irgendeinen Text. Ist doch wurscht, das muss nicht Schiller und Goethe sein. Das kann 20 Minuten sein und dann rede ich darüber. Stammtisch. Das denken wir uns mal weg da. Aber der Stammtisch vernetzt, also lesen, Radio hören, aktiv bleiben, selbstverständlich tolle Fernsehsendungen bewusst schauen, ist gut, oder? Aber nicht einfach vorne dran hocken und einschlafen. Vor dem Fernsehen schon 3 Stunden geschlafen, dann wechselt man ins Bett und am anderen Tag geht man zum Hausarzt und sagt, ja, nur bis um 3 Uhr morgen können schlafen. Ja, es waren 6 Stunden. Es waren ja 6 Stunden, mehr brauche ich nicht. Also, denkt daran, die Vernetzung hier, das ist eine regionale Leistung, geht unter die Leute und schwatzt. Und dieses Rezept muss ich euch auch noch bieten. Das ist von Baltes, das ist eine super Geschichte. Der hat den Arthur Rubinstein, ein polnischer Pianist, phänomenaler Chopin-Interpret, hat er gefragt, wie er das macht, dass er bis ins hohe Alter so phänomenal spielt. Und seine Antwort war genau das, was die Forschung schon lange sagt, oder? Jawohl. Nicht mehr meinen, man müsse alles machen wie früher. Man darf selektionieren. Aber man muss sich weiter fordern. Das Leben ist ein Trainingslager. Man muss sich weiter fordern. Also, er hat einfachere Stücke weiter gespielt. Dann hat er kompensiert. Er hat diese Stücke nicht mehr ganz so schnell gespielt, hat langsamer begonnen und dann hat man immer noch eine Fortissimo-Komponente rausgespürt. Clever und gut. Und das Dritte, tut mir leid, üben, üben, üben. Das ist es, oder? Das ist das Rezept. Übertragen ins Leben heißt das. Wenn ich Alpinist bin, ich brauche nicht mehr auf diese 4000er zu steigen. Das ist einfach nicht nötig. Ich gehe vielleicht an die Seepromenade, da hinten sehe ich sie noch, kann blöffen, ich sei da früher droben gewesen. Aber Tempo und Höhe, nein, braucht es nicht mehr. Aber rausgehen aus der Komfortzone, noch etwas machen, das braucht es. Und schaut, hier unten steht noch ganz bescheiden Rituale. Bei den Kindern ausgezeichnet. Am Abend nicht iPhone, am Abend Zähne putzen, ins Bett, Geschichtli und dann wird geschlafen, Schluss. Oder? Ja, aber heute ist wahrscheinlich iPhone und um 3 Uhr immer noch iPhone. Und um 4 Uhr, du Papi, die Reservebatterie. Also auf jeden Fall, das ist das Geheimnis, Rituale. Sie kommen nach Hause, das Telefon läutet. Das kann warten. Zuerst
ziehen sie alles so ab, wie sie es immer machen. Dann legen sie den Schlüssel dorthin, wo er hingehört. Dann kommt vielleicht die Brille für draußen, geht dorthin, wo sie hingehört. Und wenn es dann noch läutet, dann bewege ich mich gemütlich zum Telefon. Es ist sowieso ein Marktforschungsinstitut. Ja, ja. Und jetzt zum Schluss, wir haben das letzte Mal so viel über die Ernährung gesprochen, ich halte mich heute kurz, fasse grob zusammen. Im Alter haben wir den Vorteil, dass wir ein Viertel weniger Energie brauchen. Wir müssen nicht mehr so viel essen. Aber wir müssen nährstoffverdichtet essen. Das heißt, wir brauchen Eiweiß, Kalzium, Eisen, Vitamin B12 und D. Ich brauche aber nicht mehr jeden Tag, auch super gut natürlich, oder? Aber ich brauche nicht mehr jeden Tag diese leeren Kalorien, sprich Benzin fürs Auto, das sind die Kohlenhydrate. Ich brauche die, vor einer Anstrengung ist das gut. Aber denk daran, Benzin ins Auto schütten hilft dem Auto nicht. Das trägt nichts zur Bausubstanz des Wagens bei. Und so ist es mit diesen Sachen. Ich muss zu meinem Körper schauen, nicht nur Energie reinschütten. Also, wo ist die Energie? Eiweiß, ich bringe das einfach gerne, dass man sich was vorstellen kann. Die Eidgenössische Ernährungskommission hat dieses Jahr ganz groß die Richtlinie wieder herausgegeben. Die ist in Anlehnung an die europäische. Der Senior über 65, der braucht mehr Eiweiß wie früher. 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und da sage ich immer gerne, das muss man sich mal überlegen, das sind dann etwas 98 Gramm, das sind 100 Gramm Eiweiß pro Tag. In diesem Fetzen Fleisch, 200 Gramm Rindsteak, recht gut durchzogen, hat es gerade mal 45 Gramm Eiweiß. Jetzt sagen Sie natürlich zu Recht, also der tickt nicht recht. Sollen wir pro Tag ein halbes Kilo Rindsfilet essen? Nein, müssen wir nicht, weil die Eiweiße, die beziehen wir nicht nur aus dem Fleisch, die beziehen wir aus Pflanzen, Bohnen, Erbsen, Getreide, Nüsse sind super eiweißhaltig. Milchprodukte, Käse, Quark, Joghurt, phänomenal eiweißhaltig. Und diese Eiweiße sind 20% besser verwertbar wie die tierischen Eiweiße. Daran denken. Am besten ist, wenn man die Eiweiße über den Tag verteilt und möglichst pro Mahlzeit auf 25 Gramm kommt. Weil wir haben gesehen, wenn ich diese Minimaldosis erreiche, dann ist meine Eiweißsynthese weitaus am stärksten gefordert. Und danach noch schnell ein Spaziergängchen, phänomenal. Schauen Sie, der Fisch ist auch gut, inklusive Quecksilber. Und da haben wir ja noch, sage ich auch immer, im Fleisch haben wir ja noch herrlich die Antibiotika gegen die Blasenentzündung. Dann Eier essen. Esst Eier, 6 Gramm Eiweiß pro Ei und erst noch 40 Einheiten Vitamin D. Oder Molkendrinks. Phänomenal, da hat es ganz viel Leucin drin, das beste Eiweiß, das es gibt. Professor Gressig hat da Stunden darüber gesprochen und hat zu Recht gesagt, kein Schwein kriegt mehr Molke. Die Molke geht in die Industrie, weil sie so wertvoll ist. Und wir haben mit der ETH dieses Moltein entwickelt. Das ist ein hochkonzentriertes Eiweißpräparat, so 200 bis 250 Milliliter. Und da drin hat es über 5 bis 6 Gramm Leucin. Das ist eine massive Anreicherung mit diesem Eiweiß, das ich gut, aber nicht allen, wie es so ist, gefallen die Aromen. Ich finde es ausgezeichnet für Leute, die wieder auf die Beine kommen müssen, jeden Tag einen solchen Drink kombiniert mit Bewegung. Es gibt das Eiweiß auch als geschmackloses Pulver auf Caseinbasis
Und das kann ich zum Beispiel in Kartoffelstock mischen und dazu noch Hackfleisch geben. Viele Leute vertragen diese Fleischstücke nicht mehr im Alter. Dann gebe ich Hackfleisch plus Kartoffelstock mit Eiweißpulver angereichert. Super. Und denkt daran, ich sage es gerne, esst zwischendurch, wer schafft. Ab 70 ist fertig mit ständig mediterran rumlaufen. Da gehört mal wieder ein richtig saftiges, eine Metzgete zum Beispiel dazu, mit Blutwürsten, weil kein Nahrungsmittel gibt Ihnen pro Zeiteinheit so viel Eisen wie die Blutwurst. Keines. Phänomenal. Wir essen immer wieder Blutwurst, immer wieder. Und meine Kinder haben es mittlerweile auch gern. Also wer leben will, der altert. Aber der Geburtstag, der muss noch lange kein Grund sein, älter zu werden. Und zum Schluss habe ich dieses Betty Bossi Kochbuch ganz ein bisschen abgeändert. Es ist ein Rezept, älter werden. Wir im Betty Bossi, mit dem kann man am besten kochen. Einfach verständlich, die Zutaten. 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn immer möglich, verteilt auf 3 Mahlzeiten. Es muss nicht nur mit Fleisch sein. Es gibt Milchprodukte, Weizen, Nüsse etc. Bohnen, Soja, Ceci. Vitamin B12, meine Damen und Herren, ich bin kein Vitamin-Freak, aber Vitamin B12 brauchen Sie, das müssen Sie mir glauben. Ohne B12 geht es bergab, sowohl körperlich als auch blutbildungs- als auch geistig. Blutbildungsmäßig als auch geistig. Vitamin B12, das ist das Einzige, womit Veganer und Vegetarier allenfalls Probleme kriegen, weil es halt tatsächlich in den fleischigen Produkten ist. Man kann es aber auch zuführen, einfach beim Hausarzt. Vitamin D, Sie müssen nicht meinen, wenn Sie jetzt an die Sonne gehen, Sie hätten genügend Vitamin D getankt, da kommt ganz wenig raus. Wir geben maximal 5% unserer Körperoberfläche an die Sonne. Im Alter ist die Vitamin D-Produktion in der Haut 4- bis 5-fach erniedrigt. Vitamin D brauchen Sie. Sie brauchen es, weil sich sonst der Körper am Kalzium aus Ihren Knochen bedient. Und das geht nicht. Frakturen, Stürze. Und Vitamin D ist übrigens als Nebeneffekt sehr gut für die Psyche. Eisen, vollkommen unterschätzt. Eisen, als Herzpatient nie das Eisen kontrolliert, das ist ein Fehler. Sie können mit Eisen bei einer Herzinsuffizienz das Überleben bis 4-fach steigern. Und zwar so, dass es den Leuten eben auch qualitativ besser geht. Eisen nochmal, denken Sie an meine Metzgete. Aber hören Sie mir auf mit dem Spinat. Da hätte es so viel Eisen. Sage ich immer, das sind die Abgase, wenn der Spinat neben der Straße wächst. Aber sonst hat es da praktisch kein Eisen drin. Und dann lesen, Radio hören, Leute treffen, Zollibesuche, ÖV benutzen, einkaufen, kochen, backen. Machen Sie etwas. Stecken Sie sich Ziele, die Sie erreichen können. Sonst ist man frustriert. Und dann die berühmten 5x30 Minuten rausgehen. Das kann man auch im Geiste machen, aber irgendwas muss man machen. Bleiben Sie neugierig. Ich bedanke mich bei Ihnen. Super. Herzlichen Dank. Jetzt noch eine kleine Frage. Es ist brutal lange gegangen. Hat es Leute, die noch Fragen haben? Oder sollen wir das beim Apero... Gibt es ein Apero? Ah gut, okay. Es gibt ein Apero. Oh, das wäre jetzt peinlich gewesen. Sollen wir das beim Apero machen, oder... Wir machen es beim Apero. Super. Also nochmal vielen Dank fürs Kommen. Wirklich spitze. Spitze Publikum.